Gnade sei mit euch und Friede. Und dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigtvers wollen wir heute eben aus dem eben schon vernommenen Kapitel 1. Korinther 18 den Vers 6 hören. Dort heißt es: Der Herr half David, wo er auch hinzog. Der Herr half David, wo er auch hinzog. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, danke für dieses kurze Wort, für diesen Predigtvers, den du uns jetzt über deine Hilfe in unser Leben, in unser Glauben hinein schenkst und über den wir jetzt die Predigt hören wollen. Wir wollen dich bitten für diese Predigt, dass du sie an uns segnen wollest, dass du uns die Bedeutung dieses Wortes, die Bedeutung deiner Hilfe neu öffnest für unseren Glauben, Herr. Und damit das gelingt, dass wir dein Wort verstehen, dass wir deine Stimme hören und dass wir das annehmen und umsetzen können, was wir gehört und verstanden haben, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, Herr, für diese Predigt. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich bin neu begeistert über das Wort Gottes und ich bin neu begeistert über die Hilfe unseres Herrn und Heilandes. Warum? Nun, vor einigen Tagen habe ich die Bibellese neu begonnen, meine persönliche Bibellese, und habe nochmal angefangen, die Bücher der Chronik zu lesen. Und ab und an mache ich das so, dass ich meine Standard Bibel, normalerweise lese ich immer Luther 84, sehr gute Übersetzung, die mich auch geprägt hat, dass ich die nicht nehme, sondern dass ich eine andere gute Übersetzung wähle, weil manchmal die Dinge etwas anders dargestellt werden und einem die Dinge nochmal ein bisschen von der anderen Seite beleuchtet werden. Und so habe ich dieses Buch Chronik, das erste Buch Chronik, nochmal mit der Schlachter-Übersetzung gelesen. Und dann lese ich dort in diesem 18. Kapitel, das ich kannte, noch einmal diesen Vers 6. In der Lutherbibel übersetzt: Der Herr half David, wo er auch hinzog. Und in der Schlachter war er etwas anders übersetzt. Und da bin ich direkt hängen geblieben. In der Schlachter stand dann drin: Der Herr half David überall, wo er hinzog. Und das hat mich veranlasst, neu nochmal zu gucken. Im Urtext, im Hebräischen, da heißt dieses Wort: Vayusha, Yahweh, Le David, Bechol, Asher Halach. Und ich habe das dann übersetzt. Ich bin nicht der große Hebraist, aber mit all meinen begrenzten Fähigkeiten, mit allen möglichen Übersetzungen. Und in diesem Studieren, in das Eintauchen in diesen Vers, da ist mir noch einmal die Tiefe und die Herrlichkeit des Wortes Gottes klar geworden. Und wie großartig die Hilfe unseres Herrn und Heilandes ist und wie vielfältig. Und ich hoffe, dass ich das so ein bisschen Ihnen jetzt transparent machen kann in dieser Predigt, die ich überschrieben habe, wie der Herr hilft. Und ich will Ihnen anhand unterschiedlicher Übersetzungsmöglichkeiten dieses hebräischen Verses deutlich machen, wie unterschiedlich die Hilfe ist und was uns die Schrift da an Vielfältigkeit sagt. Ich habe 4 Punkte mitgebracht. Erstens, die Hilfe des Herrn durch seinen Beistand. Zweitens, die Hilfe des Herrn durch seine Allgegenwart. Drittens, die Hilfe des Herrn durch sein Siegverleihen. Und viertens, die Hilfe des Herrn durch sein Erhalten. Der Herr half David, wo er auch hinzog. So die Lutherbibel in der Übersetzung dieses wunderbaren Verses. Das erste, die Hilfe des Herrn durch seinen Beistand. Die Zürcher Bibel, eine hervorragende Übersetzung, übrigens, das dürfen wir als Reformierte für uns immer wieder einfach auch so ein bisschen mit Stolz sagen, die war 3 Jahre vor der Lutherbibel fertig. Wird hier immer so ein bisschen kolportiert, ja, Luther hätte als erstes die Bibel ins Deutsche übersetzt, das stimmt mitnichten. Johannes Mentelin hat das schon 80 Jahre vorher gemacht halt, aber die erste wirklich hervorragende Übersetzung, auch dann aus dem protestantischen Bereich, das war eben 1531 die Zürcher Übersetzung, ganz hervorragende Übersetzung, die ich auch ab und an gebrauche. Und die übersetzt diesen Vers: Der Herr stand David bei, wohin er auch zog. Die übersetzen das nicht mit Hilfe, sondern mit Beistand. Mit Beistand, das kann man machen. Also das ist vollkommen in Ordnung, das ist grammatikalisch in Ordnung, aber so vielfältig ist das Wort Gottes halt. Der Herr stand David bei. Die Hilfe wird hier hineingepackt in den Beistand, den David erhalten hat.
Und das ist ein, wie ich auch finde, ganz tolles Wort, beistehen. Jemanden beistehen. Also weniger vom Klang her, sondern von dem, was es inhaltlich ausdrückt. Hilfe macht sich häufig darin deutlich, dass man einem anderen beisteht. Da ist jemand in schwerem Wasser, wie die Norddeutschen sagen, da ist er in Not, in Sorgen und auf einmal stellt sich jemand einem zur Seite. Ich hoffe, dass Sie das schon häufig erlebt haben in Ihrem Leben, dass Sie eine gute Frau und einen guten Ehemann haben, gute Eltern, Freunde, Bekannten. Und wenn es Ihnen mal nicht so gut ging, ob Sie krank waren, ob es irgendwelche Krisen gab, dass Menschen da waren, die Ihnen beigestanden haben, die gesagt haben, in diesem Problem mache ich mich gemein mit ihm, die erfüllt haben, was in Galater 6,2 von uns als Christen verlangt ist, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Beistand. Aber selbst wenn Sie das noch nicht so intensiv erfahren haben durch Menschen, dann darf ich Ihnen die frohe Botschaft verkündigen, es gibt einen Gott und Herrn, der nicht nur dem König David beigestanden hat, nein, der König David ist bei all denjenigen, der König Jesus ist bei all denjenigen, die an ihn glauben. Psalm 37 heißt es, der Herr hilft den Gerechten, er ist ihre Stärke in der Not und der Herr wird ihnen beistehen und sie erretten. Das dürfen Sie wissen. Wenn Sie Hilfe brauchen, da gibt es einen, der Ihnen zur Seite steht, Jesus Christus. Das hat er denen verheißen, die sich zu ihm halten. Ganz besonders denen, die für ihn arbeiten. Jesaja 44, so spricht der Herr, der dich gemacht hat und bereitet hat und der dir beisteht von Mutterleib an, fürchte dich nicht, mein Knecht. Wenn du dem lebendigen Gott Jesus Christus nachfolgst, wenn du ihm dienst, wenn du sein Knecht bist, dann darfst du hören, dass er dir beisteht. Und das ist das Fantastische. Es ist wunderbar, wenn einem Menschen beisteht. Als damals vor 4 Jahren hier der schwere Sturm über unsere Gemeinde hinüberging, halt mit dem Predigtstreit, da war es ganz wunderbar. Da war es ganz wunderbar, dass aus allen Herrenländern Christen gekommen sind und uns beigestanden haben. Das war für uns als Gemeinde toll und für mich als Pastor eine ganz wunderbare Erfahrung. Aber noch viel, 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 viel toller ist es natürlich gewesen, dass wir einen Gott und Herrn haben, der uns immer und immer beisteht in Jesus Christus. Und auch wenn kein Mensch mehr da ist, er, der lebendige Gott, hilft uns zuverlässig. Er steht uns bei, wenn wir in Nöten sind. 2. Timotheus 4, die Verse 16 bis 18. Da schreibt der Apostel Paulus, bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiligen sie hörten, so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und wird mich erretten in sein himmlisches Reich. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist eine ganz wunderbare Stelle in der Bibel. Nicht wunderbar, dass die Mitarbeiter von Paulus alle die Hosen voll hatten und ihn im Stich gelassen haben, als er da angeklagt wurde. Nein, es ist eine wunderbare Stelle, wo einfach Paulus uns spiegelt, wie das ist mit dem lebendigen Gott. Selbst wenn alles zerbricht in dieser Welt, er, der lebendige Gott in Jesus Christus, er steht uns bei. Und wenn man das erlebt hat, da bleibt nur eins, ihm Ehre, Lob und Preis zu bringen, wie eben hier in diesen Versen aus dem Timotheusbrief. Wir haben einen Gott, der uns beisteht, der uns Hilfe schenkt. Das ist so wunderbar. Und dann hatte ich überlegt, wie will ich euch denn das nochmal deutlicher machen? Was kann ich denn machen? Und dann bete ich ja darüber. Dann habe ich gedacht, was kann ich noch aus der Bibel sagen? Was kannst du noch bringen? Irgendein Beispiel zur Verdeutlichung? Und es kam irgendwie nichts. Und jetzt erzähle ich Ihnen bitte was. Also nehmen Sie es einfach so an, wie ich es Ihnen erzähle. Ich habe darüber gebetet und habe dann gedacht, jetzt muss ich erst mal eine Pause machen bei der Predigtvorbereitung. Dann bin ich bei YouTube reingegangen. Da gucke ich gerne immer mal so Tierfilme. Und auf einmal kam als Angebot ein Film von BBC. Und BBC Earth heißt das. Ein Video, was 18 Millionen Klicks hat und von einem Löwen handelte. Überschrieben, also gucken Sie sich es gerne mal an, lohnt sich. Lion attacked by pack of hyenas. Also das heißt, ein Löwe wurde angegriffen von einem Rudel Hyänen. Und ich mag Löwen so gerne, da habe ich gedacht, so zur Entspannung guckst du dir das an. Da ist ein unglaublich starker Löwe, junger Löwe, der steht allein in der afrikanischen Savanne, fantastisch gefilmt.
Alles wunderbar und dann kommt ein Rudel Hyänen. Und dieser Löwe ist stark und kräftig und es kommen diese etwa 20 Hyänen. Die sind klein und die kichern die ganze Zeit so und die greifen den Löwen an. Und obwohl der Löwe so stark ist und jedem von den Hyänen überlegen ist, gegen 20 hat er keine Chance. Und dann zeigt dieser Film so über 2 Minuten ein furchtbares Gemetzel. Also die Hyänen greifen immer an. Der Löwe versucht sich zu verteidigen, kriegt auch mal eine Hyäne, aber dann kommen schon wieder, wenn er einen Mund hat, 3, 4 andere, beißt ihn sofort, dass er loslassen muss. Und die greifen immer wieder zu und die packen ihn immer wieder, werden immer mutiger, die packen ihn. Und man sieht in dem Gesicht dieses Löwen, Sie müssen sich diesen Film angucken, wirklich die Angst, diese furchtbare Angst, wie dieses Tier Angst hat, das weiß, es geht jetzt um Tod oder Leben und ich habe keine Chance gegen diese Hyänen. Und die werden immer mutiger, die greifen an, die beißen in den Löwen rein. Da hat überall schon Verletzungen und der greift sie an. Und es ist wirklich alles zu Ende. Man weiß, es dauert jetzt vielleicht noch 2, 3 Minuten, dann fallen die als ganzes Rudel über ihn her. Und dann zeigt die Kamera so einen Schwenk auf einen anderen Löwen. Seinen Bruder, sie sind zu zweit eigentlich gewesen, der kommt aus weiter Ferne angetrappt. Auch ein ganz stolzes Tier. Und dann sagt dieser englische Kommentator, "No, the odds have changed." Jetzt haben sich die Gesetze verändert. Mit 20 gegen einen Löwen, das ging noch gerade so. Aber wie der zweite Löwe kam, dann springt er dazwischen, baff, und die Hyänen hauen ab, weil sie wissen, zu zweit werden wir mit denen nicht fertig. Der Löwe steht seinem Bruder bei. Und dann kommt die Szene, und bitte gucken Sie sich das an, das ist fantastisch. Wenn man vorher gesehen hat, den Angst und den Schrecken im Gesicht dieses Löwen, als die Hyänen dann weg sind, die Gefahr ist gebannt, dann schmeißt sich dieser angegriffene Löwe an seinen Bruder und er hat einen Gesichtsausdruck, das ist unvorstellbar, des Glückes, weil sein Bruder Löwe ihm beigestanden hat. Und der Reporter sagt nur noch auf Englisch, now he's lucky, now he's lucky. Weil er das erlebt hat, da ist einer, der hilft ihm in der Not. Da habe ich gesagt, danke Herr. Das hat mich so angesprochen, das ist so ein Bild, nicht, weil Gott sich ja auch immer als Löwe aus Juda immer wieder gebraucht, sage ich, das erzähle ich der Gemeinde. Genauso ist es mit dem lebendigen Gott. Wenn du so richtig tief drin bist und von allen Seiten kriegst du es drauf, nicht? Auf einmal kommt da einer in dein Leben, der Löwe aus Juda, der lebendige Gott. Und dann, now the odds have changed, dann ändern sich die Gesetze, dann werden die Dinge anders. In dieser Welt sieht es manchmal ganz dunkel aus, aber die Gesetze unseres Herrn und Heilandes, der Himmel und Erde gemacht hat, sind anders. Und er hilft uns eben durch seinen Beistand. Und das ist die erste Botschaft, die du über die Hilfe des Herrn hören darfst, dass du neu hören darfst einfach. Du bist nicht allein. Es gibt da einen, der dir beisteht, der lebendige Gott in Jesus Christus. Das ist das Erste, die Hilfe durch seinen Beistand. Ein Zweites. Die Hilfe durch seine Allgegenwart. Ich sagte Ihnen ja, ich habe mich in diesen Text rein vertieft, habe dann selber geguckt, wie ich es übersetzen kann und habe verschiedene Übersetzungen gelesen. Und es war ganz interessant, wie unterschiedlich die waren. Nicht nur hier mit der Zürcher, ich habe dann die Schlachter gelesen, auch eine hervorragende Übersetzung. Und die Schlachter übersetzt diesen Vers folgendermaßen. Der Herr half David überall, wo er hinzog. Auch das ist vollkommen grammatikalisch richtig. Überall. Die legen damit aber den Wert wirklich, dass überall, wo David war, der Herr ihm geholfen hat. Und das hat mich veranlasst, Ihnen das noch einmal zu sagen, dass die Hilfe des Herrn, dass sein Beistand überall ist, weil er eben allgegenwärtig ist. Durch seine Allgegenwart kann er ganz anders helfen. Vor 3 Jahren zu Silvester hatten wir abends hier Gottesdienst. Ich kam am Gottesdienst wieder raus, wollte fahren zu lieben Freunden, mit denen dann Silvester feiern. Da kommen wir ans Auto und da war im Auto eingebrochen worden. Während des Gottesdienstes hatten sie mehrere Autos hier bei uns am Parkplatz die Scheiben eingeschlagen. Dann rief ich bei der Polizei an, sie mögen doch kommen und das aufnehmen, den Diebstahl. Da sagten, Herr Latzel, können nicht kommen, wir haben so viel zu tun, Sie müssen selber auf die Wache kommen, das melden. Da bin ich auf die Wache gefahren, war so ein bisschen angefressen, nicht als guter Steuerzahler, da kommt nicht mal die Polizei, wenn du Not hast, einmal brauchst du sie, dann sind sie nicht da. Dann kam ich da zur Polizei und da sagte der Polizist, der das aufnahm, Latzel, wir bitten um Entschuldigung, aber wir können nicht überall sein. Das ist so, Menschen können nicht überall sein, auch nicht die deutsche und die bremische Polizei, egal wie viele Leute da sind, die können nicht überall sein, die können nicht überall helfen und egal wie sehr sie sich bemühen, die können nicht überall sein und Unglücke verhindern oder einem zur Seite stehen. Das ist bei unserem Herrn und Heiland anders. Der ist überall. Er ist allgegenwärtig. Überall. Das ist etwas, das wir in Wirklichkeit nicht denken können.
so wie vieles bei Gott, auch dass er dreieinig ist oder dass er ewig ist, das können wir hören. Das können wir auch in einer begrenzten Art verstehen, aber in der Fülle können wir das nicht verstehen, dass es einen Gott gibt, der ewig war, vor allen Zeiten und in aller Ewigkeit sein wird. Ja, bei dem es gar keine Zeit gibt, der die Zeit gemacht hat und eines Tages beenden wird. Und so können wir auch kaum denken, dass er allgegenwärtig ist. Überall. In jedem Zipfel dieses Universums, auch außerhalb des Universums und eben auch hier, wir haben es gesungen, so wie jeden Sonntag, das Lied unseres Pastors Neander, Gott ist gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig. Das ist das Wunderbare. Und heute haben wir ja Sonntag Rogate. Das heißt, betet. Gott ist immer nur ein Gebet neben dir. Wenn du Hilfe brauchst, er ist immer bei dir. Immer und überall. Weil er allgegenwärtig ist. Immer und überall gibt von den Kindern oder für die Kinder so ein schönes Lied von Daniel Karlauch von Anfang bis zum Ende. Und dann heißt es im Refrain, immer und überall, immer bin ich da. Das ist die Wahrheit. Das dürfen nicht nur die Kinder hören, das dürfen wir heute Morgen auch neu hören. Überall. So wie es Schlachter übersetzt, der Herr half David überall, wo er hinzog. Egal, wo der gewesen ist, auf welchem Kriegszug, der lebendige Gott war da, hat ihm, seinem Knecht, geholfen. Und das dürfen wir auch wissen als Knechte und Nachfolger des lebendigen Gottes. Überall, wo wir hinziehen, ist er da und er hilft uns. Das wird in der Bibel nicht nur über David berichtet, er reflektiert das auch selber in einem der wunderbarsten Psalme, Psalm 139. Da heißt es, Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bette ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Und nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Es gibt kaum ein schöneres Wort, das die Allgegenwart Gottes beschreibt, als diese Verse aus dem Psalm 139, die David selber über sein Leben reflektierend im Heiligen Geist schreibt. Er ist immer und überall da. Und das heißt eben auch für dein Leben, ganz konkret für die Situation heute, morgen und in den nächsten Tagen. Er ist da. Nicht nur bei David, nicht nur bei Paulus, nicht nur bei Petrus, nicht nur bei einem Pastor Latzel, nein, gerade auch bei dir. Das ist ja das eine, das dogmatisch als Richtigkeit anzuerkennen, dann Haken hinterzumachen, jawohl, ich glaube, die Ubiquität, so nennen das die Theologen, die müssen ja alles immer dann, wer weiß, wie kompliziert ausdrücken, also Allgegenwart, Ubiquität, das heißt also, irgendetwas ist überall verfügbar. Gibt es auch in der Wirtschaftswissenschaft halt Ubiquität. Also Coca-Cola vermeintlich sagen, die Wirtschaftswissenschaft ist Ubiquität. Wir können auf der ganzen Welt kannst du Coca-Cola kaufen. Also das kann man nicht in Wirklichkeit. Das Einzige, was wirklich Ubiquität hat, was überall verfügbar ist, ist der lebendige Gott. Also oben am Himalaya, im Mount Everest kannst du keine Coca-Cola kaufen. Am Mond auch nicht und auch nicht, was weiß ich, auf der Sonne. Aber Gott ist überall. Er ist allgegenwärtig. Und das ist das Wunderbare, dass wir das wissen dürfen. Und zwar nicht nur als dogmatische Richtigkeit, sondern als das, was unserem Leben gilt. Denn das ist die konkrete Hilfe. Wenn du ein Problem hast, er ist da bei dir. Du darfst die Allgegenwart Gottes, die gilt für China, Zaire, Chile, weiß der Kuckuck was, für die Sonne, für den Neptun, fürs Ganze, überall, darfst du runterbrechen auf dein kleines Leben. Er ist bei mir. Immer und überall, von allen Seiten umgibt dich der lebendige Gott. Und wie gesagt, heute nochmal am Sonntag, Rogate, nur ein Gebet neben dir. Kannst du sofort ansprechen, den lebendigen Gott, der hört und hilft dir. Und das ist etwas Gigantisches, dass er überall ist, in meinem ganzen Leben. Ist ein fantastischer Zuspruch, ist auch ein Anspruch. Aber da will ich überhaupt nicht drüber sprechen. Das ist ein Anspruch insofern, zu sagen, wenn er überall ist, kriegt er auch all den Mist mit, den ich mache. Das hat was auch mit meiner Buße zu tun. Ja? Psalm 33 heißt es, der Mensch sieht vom Himmel und der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Aber ich möchte es heute als Zuspruch verstehen, du bist nicht allein. Die Hilfe des lebendigen Gottes ist
bei dir. Und das möchte Gott dir noch einmal sagen durch diesen Vers, 1. Chronik 18, 6. Er ist bei dir, er hilft dir durch seine Allgegenwart. Ein drittes über die Hilfe des Herrn, wie er hilft. Er hilft durch sein Siegverleihen. Da eine etwas andere Übersetzung, Hermann Menge, auch eine 100 Jahre alte Übersetzung, ganz hervorragend. Hermann Menge, ein ganz hervorragender Philologe, Sprachkenner, hat eine sprachlich ganz interessante Übersetzung. Also wenn Sie noch mal ein paar Euros über haben, besorgen Sie sich die Menge-Übersetzung. Ist immer ganz toll, die zu lesen. Sind Sie sehr nah am Urtext dran, ganz toll. Und der übersetzt diesen Vers folgendermaßen. So verlieh der Herr dem David den Sieg auf allen Zügen, die er unternahm. Auch das ist grammatikalisch zulässig und möglich vor dem Hintergrund dieser hebräischen Worte hier. Vor allen Dingen, wenn man den Gesamtkontext, wir haben das eben das ganze Kapitel ja gehört, von all den Kriegen, wie er die Philister, die Moabiter, wie er all die Völker da geschlagen hat, wie er gegen alle gekämpft hat, dass er ihm Sieg verliehen hat. Also das wäre so ein, wenn ich eine Biografie über David schreiben müsste, würde ich drüber schreiben, ein Mann, dem der Herr Sieg verlieh. Das ist ja eine Geschichte, das ist ja wie so ein Hollywood-Aufstieg. So vom kleinen Hirtenjungen, dem selbst der eigene Vater nicht zutraut, dass er den Segen Gottes bekommt. Israel lässt die ersten 7 Söhne antreten. Ja, da sagt Samuel, ist keiner davon nicht. Ja, dann war es das wohl. Nee, einen habe ich noch am Feld hinten, aber der kann ja nicht gemeint sein. Ja, bring den mal her. Da bringen sie den Herrn, da sagt der Herr, jawohl, der ist es. Und dann stritt er gegen den Goliath an und da ist er die ganz mickrige Gestalt, ist nicht mehr in der Lage, das Schwert und die Rüstung Sauls zu tragen. So ein ganz kleiner, kümmerlicher Junge, ne? So ein Jüngchen. Und was wird das? Ein gewaltiger Krieger und Kriegsherr. Und er wird zum mächtigsten Kriegsherrn der damaligen Zeit, stirbt dann alt und lebenswert. Eine gewaltige Biografie. Aber die ist nur deshalb gewaltig, weil der lebendige Gott ihm diesen Sieg und diese Siege verliehen hat. Der Herr verlieh dem David den Sieg auf allen Zügen, die er unternahm. Und auch da ist wieder das Tolle, dass nicht nur, dass die Bibel über David sagt, er reflektiert auch selber über sein Leben. Lesen Sie mal Psalm 30, da berichtet er von den Rettungen aus Todesnot, wenn er als Kriegsmann dann bedroht gewesen ist. Psalm 34, da reflektiert er, wie es ist, unter dem Schutz, unter der Hilfe Gottes zu stehen. Fantastischer Psalm. Psalm 62, der Herr ist mein Fels und mein Heil. Da ist so ganz vieles an dem, wie man sagt, da ist wirklich ein Soldat, der erlebt, ich bin in Todesgefahr und Gott hat mir geholfen. Und Psalm 68, wo er reflektiert, dass eben genau Gott ihm die Siege gibt. Alle Siege im Leben des König Davids kamen von Gott. Das war die Hilfe, die er ihm geschenkt hat. Und, das dürfen wir runterbrechen auf unser Leben, alle Siege unseres Lebens kommen vom lebendigen Gott. Alles, was du geschafft und erreicht hast, familiär, in deiner Ehe, finanziell, an Ansehen, in deinem Beruf, mit deinem Intellekt, mit deiner Gesundheit, mit deinem Wohlergehen, mit deinem Haus, mit deinem Reichtum, mit allem, was du hast, alles kommt vom lebendigen Gott. Er hat dir Sieg auf deinen Zügen verholfen, bei allen, die du unternommen hast. Das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder anerkennen. Das ist Gott auch immer wieder wichtig, nicht, dass wir in eine Schieflage kommen. Es gibt nur fantastische Geschichten in der Bibel, aber eine ganz tolle Geschichte, Richter 7, wie Gideon gegen die Midianiter kämpft. Und da rufen sie den Heerband zusammen, die haben damals noch kein stehendes Heer, rufen den Heerband zusammen, dann haben sie dann insgesamt 32.000 Krieger da. Und dann sagt Gott, das ist viel zu viel. Wenn wir jetzt mit 32.000 Mann in die Schlacht ziehen, dann sagt ihr hinterher wieder, ihr habt den Sieg errungen. Deshalb sagt er, du musst die aussieben. Und sagt er, das ist ganz interessant, schick schon mal alle die nach Hause, die ängstlich und verzagt sind. Sondern von den 32.000 gehen dann 22.000 nach Hause. Sage ich immer, das ist eine gute Geschichte für die Gemeindearbeit. Nicht? Das ist auch, wenn der Gemeinde irgendwas losgeht, halt nicht. Da stehen nominell 100 auf der Matte, am Ende bleiben immer nur 30 übrig. Das ist so. 2/3, die haben immer verzagtes Herz, haben Besseres zu tun. Aber selbst die 10.000, die da noch stehen, das sagt Gott, das ist zu viel. Weil ihr behauptet hinterher, ich hätte den Sieg gemacht. Dann lässt er sie nochmal 7. Sie wissen dann die Geschichte, wo die dann trinken müssen wie die Hunde. Und dann bleiben nur 300 Mann übrig, um klar zu sagen, ich bin derjenige, der euch Sieg schenkt. Das ist Gott wichtig, dass wir immer wieder das einfach auch betonen und sagen, er ist es, der den Sieg schenkt. Und darin besteht seine Hilfe. Nicht nur, um so ein bisschen neben einem stehen, auf die Schulter klopfen und sagen, ja wird schon, ist alles in Ordnung, so wie das Menschen können.
aber die wirklich jetzt keine wirkliche Hilfe sind, außerdem, dass sie moralischen Beistand haben. Nein, Gott schenkt Siege. Gott schenkt Sieg. Und jetzt weiß ich, dass der ein oder andere von Ihnen in sich schlagen wird und wird sagen, ja, das ist so vieles richtig, was Pastor Latzel sagt. Und das stimmt ja auch für den König David. Aber in meinem Leben, da gab es schon so viele Niederlagen. Wo ist denn an dieser Stelle der Sieg, als ich da entlassen wurde und als ich so viel gebetet habe? Wo ist denn der Sieg gewesen, als mein Mann gestorben ist und wir die Hände gefaltet haben, auch mit der Gemeinde? Wo war denn da der Sieg? Wo war denn da die Hilfe des lebendigen Gottes? Gott schenkt Sieg. Das ist seine Hilfe. Und ich darf euch die frohe Botschaft verkünden. Wir sind ja in der nachösterlichen Zeit, aber es gilt auch in der vorösterlichen Zeit, auch in der Adventszeit. Dadurch, dass wir ewiges Leben haben, haben wir final den Sieg. Ja, der ein oder andere von uns muss in dieser Welt, irdisch gesehen, in schwere Niederlagen. Da gibt es nichts dran rumzurütteln und die Bibel spricht auch von solchen Niederlagen. Gar keine Frage. Aber final werden wir den Sieg erlangen. Final sind wir genauso gesegnet wie der König David. Wenn wir der Einst in der Ewigkeit zusammen mit David im himmlischen Jerusalem beim Hochzeitsmahl des Lammes sind, hat er uns nichts voraus. Der ist genauso in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott wie wir, wenn wir an Jesus Christus glauben. Das ist der Sieg, den uns Jesus Christus schenkt. Es mag, und jetzt spreche ich mal vom Fußball, in Minute 88 noch sehr schlecht aussehen. Und man mag 5-0 zurückliegen und denken, jetzt ist alles vorbei. Aber wenn man zu Jesus Christus gehört, dann ist in Minute 90 das 6:5 auf der Anzeigetafel. Und dann hat man Sieg, dann hat man gewonnen. 1. Korinther 15, Vers 54 bis 57. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist die ultimative finale Hilfe. Dass wir wissen, wenn wir am Ende unseres Lebens angekommen sind, ist alles in Ordnung. Gehören wir zu Jesus Christus, werden alle Tränen abgewischt. Wird alles Leid getilgt. Und das, was in diesem Leben so die vermeintlich ganz furchtbare Katastrophe war, löst sich in Luft auf. Es ist kein Problem mehr bei dem lebendigen Gott, weil er uns Sieg schenkt. Er verleiht uns den Sieg durch den Sieg, den er vollbracht hat auf Golgatha. Das gilt nicht nur für den König David, sondern auch für uns. Und bei all den Zügen, die ihr in der nächsten Zeit unternehmen werdet und vielleicht auch die ein oder andere Niederlage erleben werdet. Der lebendige Gott wird euch Sieg verleihen, final, weil Jesus Christus für uns auf Golgatha diesen Sieg errungen hat. Und das ist die ultimative Hilfe, dass wir wissen dürfen, selbst wenn wir in den Tod müssen, selbst da haben wir den Sieg durch unseren Herrn. Das ist das Dritte, wie der Herr hilft, durch sein Sieg verleihen. Und ein viertes und letztes, wie der Herr hilft, die Hilfe des Herrn durch sein Erhalten. Und da habe ich Ihnen ein englisches Wort mitgebracht aus der King James. Das ist so eine der verbreitetsten englischen Übersetzungen. Und da wird dieser Vers wie folgt übersetzt. So the Lord preserved David wherever he went. Preserved. Und das kann man auch anders übersetzen, aber ich verstehe es für mich mit erhalten. Und der Herr erhielt David, wo immer er auch hinzog. Das Erhalten. Gott hilft uns durch das Erhalten. Übrigens, auch das ist eine gute Methode für die Bibellese. Wenn Sie einer anderen Sprache mächtig sind, des Englischen, des Spanischen, des Französischen, lesen Sie ruhig mal in einer anderen Sprache. Das ist übrigens das, was die Bibel meint, auch mit Sprachenrede. Apostelgeschichte 2, die haben ja wahrhaftige Sprachen übersetzt. Bringt nur nichts in der Gemeinde, wenn einer Englisch-Französisch spricht und keiner kann das hören, dann muss es übersetzt werden. Die Sprachenrede der Bibel hat nichts zu tun mit dem Dämonischen, mit der Zungenrede, was so in manchen verquerten Gemeinden praktiziert wird. Das ist etwas Satanisches, Sprachenrede ist etwas anderes. Dadurch wird man auferbaut im Glauben. Mich baut das auch auf, bin nicht besonders gut im Englischen, aber ich verstehe die Bibel, lese sie und werde durch das, was ich dann dort sehe und lese, auferbaut. Genau wie jetzt hier, da habe ich die englische Übersetzung gelesen. So the Lord preserved, er erhält. Er erhält am Leben, das war eine Erfahrung, die hat David gemacht. Wenn man als Soldat in so vielen Kriegen und Schlachten gewesen ist,
dann weiß man, man muss einmal nur an der falschen Stelle stehen. Ein Pfeil, eine Lanze, eine Kugel, die trifft mich. Das haben gerade viele Leute auch im Zweiten Weltkrieg erlebt, dass sie zum lebendigen Glauben gefunden haben durch das Wunderhandeln Gottes, der sie erhalten hat am Leben. Wilhelm Busch bekehrt sich im Ersten Weltkrieg, als einer seiner Freunde fällt direkt neben ihm und er versteht, ich bin erhalten, aber was passiert halt? Ich darf weiterleben und kommt dadurch zum lebendigen Glauben. Das ist eine Erfahrung, die viele Soldaten gemacht haben, dass Leben zerbrechlich, kurz und endlich ist. Aber dass es einen gibt, der einen erhält, der einen erhält. Auch das ist eine Erfahrung Davids, nicht nur in den Kämpfen, auch als er als Hirtenjunge gegen die Löwen und Bären gekämpft hat. Das ist so wunderbar, als er gegen Goliath antritt. Ich habe diesen Vers schon häufig zitiert, 1. Samuel 17, Vers 37. Der Herr, der mich vor Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten, erhalten vor diesem Philister. Das ist das Wunderbare. Wir haben einen Gott, der uns erhält. Er hat uns ja das Leben gegeben. Keiner von uns hat irgendwas dazu getan, dass wir in diese Welt gekommen sind. Und keiner wird etwas dagegen machen können, wenn der lebendige Gott uns abberuft. Niemand wird seines Lebens länger eine Spanne zusetzen können. Aber dass wir den heutigen Tag geschenkt bekommen haben, dass er unser Leben heute an diesem Tag, an diesem 26. Mai erhalten hat, ist allein seine Gnade. Wenn er seine Gnade weggezogen hätte, wenn er abberufen hätte, dann wären wir alle nicht mehr. Und auch wenn wir die nächste Woche überleben, wenn wir Himmelfahrt erleben, wenn wir den nächsten Sonntag erleben, das ist nur Erhaltungshandeln unseres lebendigen Gottes. Das ist die ultimative Hilfe. Wir leben nur deshalb, weil er uns leben lässt. Er erhält uns am Leben. Mit allen Facetten. Das ist ja kein Automatismus, so nach dem Motto, der hat uns irgendwann mal auf diese Welt gesetzt und dann lässt er uns laufen. Nein, es gibt keine Zufälle in unserem Leben. Er erhält uns am Leben, der lebendige und heilige Gott. In der Bibel steht, dass jedes Haar auf meinem und deinem Haupt gezählt sind und dass kein Haar von unserem Haupt fallen kann, wenn er das nicht möchte. Selbst das steuert der lebendige Gott. Der steuert auch jeglichen Prozess des Stoffwechsels in jeder unserer Zelle. Da gibt es keine Zufälle, sondern der Herr, der hat alles. Er erhält uns. Das ist das Wunderbare. Und das ist eine Hilfe. Nicht nur, dass man das wiederum dogmatisch weiß, sondern dass ich das richtig runterbrechen kann. Jawohl, wenn er mich erhält und eines Tages auch abberuft, hey, da brauche ich mir doch gar keine Sorgen, um das morgen zu machen. Er ist da, mein Erhalter. Ich kann meines Lebenslänge keine Spanne zusetzen. Ich kann so viele Dinge gar nicht verändern, ich kann nichts machen, aber er kann alles. Er ist der Erhalter, er ist der Schöpfer meines Lebens. Und das ist das Wunderbare, egal wo ich hingehe, er erhält mich. Halleluja, das ist mir Hilfe. Deshalb kann ich in dieser Welt existieren mit all ihren Gefahren, mit all ihren Nöten, mit all ihren Schwierigkeiten. Das darf ich als kleiner Mensch wissen. Ich bin nicht allein. Er ist da und er erhält mich und das ist mir Hilfe. Und das darf ich dir auch sagen. Er ist dein Schöpfer, er ist dein Erhalter. Und egal, wo du hingehst, er erhält dich. Deshalb musst du dir keine Gedanken machen. Und selbst wenn dein Erhaltungsdatum, dein Haltbarkeitsdatum hier auf Erden abgelaufen ist, wenn dein Sterbetag kommt, hast du Jesus Christus, dann wird er sich selbst im Tod erhalten. Er wird seine Hand dich nicht loslassen, nein. Dafür ist er gekommen, auf Golgatha ist gestorben und auferstanden, dass er dir helfen kann, auch im Tod und dir ewiges Leben schenkt. Das ist das Wunderbare, dass er uns nicht nur erhält, immer wieder neue Tage, Wochen und Jahre schenkt hier auf Erden. Nein, das Wunderbare bei unserem Gott ist die finale Erhaltung durch das ewige Leben, das er schenkt. Die Hilfe des Herrn durch sein Erhalten. Vier unterschiedliche Übersetzungen, vielleicht wird jetzt der eine denken, oder fünf sogar mit der Lutherbibel, was ist denn jetzt eigentlich so die richtigste? Also nochmal, alles ist grammatikalisch möglich, alles kann man so übersetzen. Aber vielleicht sagt dann einer, ja, aber Pastor Latzel, was würden Sie denn jetzt wählen, wenn Sie es zu übersetzen haben? Wie würden Sie es denn jetzt hinschreiben, wenn Sie aufgrund des Hebräischen entscheiden müssten? Was würden Sie denn hinschreiben? Da müsste ich sagen, wissen Sie, ich bin kein Übersetzer, ich bin Prediger. Also wenn ich das hinschreiben müsste, 1. Chronik 18,6, da würde ich hinschreiben, Halleluja, Halleluja, super, super,
Der Herr half David, wo immer er auch hinzog. Halleluja, Halleluja, super, super. Da würden Sie sagen, ja, aber das Halleluja, Halleluja, super, super steht ja gar nicht drin. Nee, sage ich, ich bin ja auch kein Übersetzer, ich bin Prediger. Aber ich verstehe, was da drin steht, nicht? Wir haben einen Gott, der hilft. Auf ganz vielfältige Weise. Durch seinen Beistand, durch seine Allgegenwart, durch seinen Sieg verleihen, durch sein Erhalten. Und weil das so ist, würde ich immer wieder ausschreien. Halleluja, Halleluja, super, super, wir haben einen Gott, der hilft. Und das hoffe ich, dass euch dieser Vers das auch gezeigt hat. Was für ein super Gott haben wir nicht. Halleluja, all Lob und Preis ihm. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.